So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Savage Scooter. Wir sind heute, wie ihr seht, nicht bei mir in der Halle, sondern wir sind heute in der Halle beim Jay. Warum sind wir heute beim Jay? Weil es geht um das Drehmomentmonster. Es geht um meinen, ja, oder beziehungsweise eigentlich um deinen Roller da hinter der Kamera. Der sollte neu lackiert werden. Wir haben einen B-Rahmen oder B-Ware-Rahmen vom Scooter Center gekauft. Und die Lackqualität war dieses Mal leider nicht so glücklich, wie wir uns das vorgestellt haben. Also mussten wir uns wohl oder übel mit dem Gedanken tragen, das Ding zu lackieren. Und ich habe ja beim letzten Mal, du hast das wahrscheinlich auch per Video verfolgt, das in der Garage gemacht bei mir. Und als Laie oder semi-optimaler Lackierer war das nicht so schön. Ich habe mir auf jeden Fall geschworen, das machst du nicht nochmal. Weil wenn du es nicht gelernt hast, wenn du es nicht kannst, bist du... Wird scheiße. Also wird nicht scheiße, aber wird nicht gut. Also der Roller ist ganz okay oder der Roller ist okay. Was meinst du? Ja. Also es geht so gerade. Und dann haben wir so ein bisschen philosophiert, was wir machen können. Und Jay hat gesagt, weißt du was, komm mal her, ich helfe dir. Und die Hilfe nehme ich wirklich gerne in Anspruch und deswegen sind wir heute bei dir. Sag mal vielleicht was zu dir. Du bist... Also ich bin der Jay. Wir genau. sind jetzt hier im Reich von mir, also meine Werkstatt genau. und auch quasi unser Treffpunkt für unser Wespennest. Wir haben ja noch so eine kleine Truppe. Ich weiß, ja, tatsächlich. Ja, was ist da auch? Ja, genau. Auch haben auch schon so ein paar Sachen veranstaltet und ich bin gelernter Lackierer. Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, gelernter Lackierer. Das hilft dir ungemein, wenn du weißt, was du tust, ne? Genau, unheimlich. ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich kenne deinen nicht live, kenne nur von Videos. Ja. Aber auch mit einer Sprühdose kann man sehr gute Ergebnisse erzielen. Es ist aber eine scheiß Arbeit. Also, ja. Es ist deutlich aufwendiger. Das fängt schon an, was für ein Material nehme ich von der Sprühdose. Ja. Wichtig ist schon mal 2K-Material. Ich denke mal, dass wir es auch verwendet haben. Vielleicht. So, dann hört es beim Sprühkopf auf halt. Ne? Ey, das also das ist der Sprühkopf. Macht, wenn ich einen Sprühkopf habe, wo ich nur einen Rundstrahl habe, wird es scheiße. Es war sehr teuer, sehr aufwendig. Ich wollte es mal machen, um mal zu sehen, was es für eine Arbeit ist, wirklich so einen Roller selber zu lackieren. Ne? Ja, genau. Einfach mal ein Gefühl. Sprühdose steht auf 400 Milliliter drauf, sind aber keine 400 Milliliter drin, weil du hast noch Treibstoff drin, alles. Okay. Das ist halt nur das Volumen, 400 Milliliter. Also ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, aber ich glaube, ich habe für den ganzen Roller nur an Farbdosen, ich glaube, 24 Stück gebraucht. Oh, das war echt viel. Ja, ja. Es war, ja, viel. Also, da sparst du, wenn du es ein Gebinde holst und mit Pistole lackierst, denke ich mal deutlich die Hälfte. Ja, deswegen ist das, was ich auch sage, wenn ihren Bekannten, Freund oder Lackierer so, oder so wie jetzt hier, die Vespa-Szene hilft sich halt, wenn du jemanden hast, der das kann und der andere Möglichkeiten hat, ich meine, du hast, wir sprechen bei dir über völlig andere Möglichkeiten, dann arbeiten wir halt mit Gebinden. Wir werden auch gleich noch zu einer Firma fahren, zur Firma Eckert. Die wird uns nämlich gleich noch dann die Farbe anmischen, auf die wir uns geeinigt oder auf die du dich geeinigt hast. Mein Farbkonzept wurde leider nicht akzeptiert. Sagen wir gleich, was wir holen. Es ist, wenn du die Möglichkeiten hast mit einem vernünftigen Kompressor, vernünftigen Sprühkopf, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, was man da so an Pistolen nehmen muss, kann, darf. Genau, also die Kombination Pistole, Kompressor ist schon mal sehr wichtig. Eine Lackierpistole hat einen unheimlich hohen Luftdurchsatz. Ja. Die braucht im Lackierbetrieb ungefähr 320 Liter und da musst du erstmal einen Kompressor haben, der das überhaupt schafft. 320 Liter? 320 Liter. Also mit so einem 150 Liter Kompressorchen kommst du da genau gar nicht weit. Wenn der die Fördermenge schafft, dann läuft er halt durchgehend, aber... Schafft es halt, aber wichtig ist halt diese Durchsatzmenge. Ne? Naja, ist okay, da scheitert es ja dann schon. Habe ich halt alles nicht gehabt. Ja, deswegen genau. habe ich das halt so. Deswegen bin ich ganz froh, dass du gesagt hast: Mensch, komm vorbei, ich helfe dir da. Ja, ich hatte das ja bei Facebook, war es, glaube ich, genau. hatte ich gelesen. Wer kann mir Lackierpistole empfehlen? Da waren so viele Kommentare. Ich denke so: Leute, warum empfehlt ihr denn was, wenn ihr nicht wisst, worum es geht? Ja, das ist aber so. Und wenn du keine Ahnung hast, so wie ich in dem Moment, ne? Also ich baue dir gerne 40 PS-Motor, ist kein Thema, aber vom Lackieren. Verstehe ich halt genauso wie viel vom Mäusemelken. Das ist hat so ungefähr. Ja, gut, jeder hat sein Steckenpferd. Ja, absolut. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir heute drüber reden. Ja. Wir holen mal die Klamotten rein. Wir bauen mal auf. Dann, genau. Machen wir mal ein kurzes Brainstorming und dann holen wir euch wieder dazu und dann sagen wir mal, wie es abgeht und was wichtig ist, worauf man achten muss. Okay? Genau, machen wir. Also bis gleich. Start it up.
So, jetzt sind wir am Lackgeschäft, wie wir eben drüber gesprochen haben. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir für Möglichkeiten haben, was wir auf diesen Roller drauf sprühen können. Und lass uns mal so ein bisschen beraten, lass uns mal ein bisschen was erklären. Also, gehen wir mal rein. So, wir sind heute bei der Firma Eckert. Die Firma Eckert ist in Moers und das ist dein... Das ist mein Lackhändler des Vertrauens, ja. Dein Lackhändler des Vertrauens. Also die Firma Eckert wird uns jetzt hoffentlich mal aufklären können, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Ne? So, oh, ist das kalt, los, rein. So, jetzt sind wir hier drin, ist auch schön warm. Vorab die Info, wir sind alle geimpft, wir sind alle getestet. Wir haben uns natürlich vorbereitet für dieses Video. Die Firma Eckert, das ist die Frau Eckert, die wird uns jetzt gleich ein bisschen beraten und erklären und zeigen, was wir so an Lack brauchen, denn wir haben uns für einen Lack entschieden. Und das ist? Das ist einmal von Jaguar, nehmen wir, ein sehr, genau, sehr schönes Tiefschwarz. Das ist der Farbcode PEC. Ja. Ist meiner Erachtens das tiefste Schwarz, was ich bisher kennengelernt habe. Richtig. So, wie wird Lack gemischt? Wir gucken uns das mal an. Frau Eckert, schön, dass wir kommen dürfen. Ja? Ja. Hallo, herzlich willkommen. Ja, super. Also wir haben ein paar Fragen mitgebracht. Wir wollen mal gucken. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, haben wir mal eine Farbkarte? Können wir uns den mal angucken? Den, gerne, wir brauchen dann einen Farbcode dazu. Genau, das ist wie gerade schon gesagt, der PEC von Jaguar. Ja, genau. Der Punkt ist nämlich, die Lacke muss man sich halt alle mischen lassen. Das hat ja nicht alle, jeder. Also, Auflage. Das ist der. Und das ist tiefschwarz. Ja, das ist wirklich tiefschwarz. Das können wir einmal mit Beleuchtung machen. Dann präsentieren wir immer so, dann Kunden sehen das alles. Aber das ist ein Metallic-Lack? Das ist nicht Metallic. Das ist nicht, das ist normal. Sehr gut, genau. Genau, tiefschwarz. Ah, okay. Und den mischen wir jetzt an. Ja, genau. Hervorragend. Wie machen wir das? Würdet ihr uns das denn zeigen? Ja, gerne. So, dann alle. Komm, gehen wir mal gucken. Ja, 1,2 Liter, da kommt später ja noch die Verdünnung zu, kommen wir auf eine Gesamtsumme. Weil wir, wie viel brauchen wir für einen Roller? Wie viel Liter ungefähr? Das hängt vom Farbton ab. Hellere Farbtöne mit dem Untergrund etc., manchmal mehr, manchmal weniger, zwischen 1,3 und 1,8 Liter. Okay, was brauchen wir für ein Auto? Idealerweise 5 wahrscheinlich oder so, oder 6. Naja, so ein Standardfahrzeug, ein Kleinwagen, von außen circa 3,5 Liter. Okay. Dann kommt Füller drauf. Ja. Der Füller wird dann halt nochmal geschliffen. Die müssen auch speziell kompatibel sein untereinander. Genau, also wir bleiben alles innerhalb vom System von MIPA. Also okay, da ist hier der Laden echt halt super für. Okay. Na, das hier bestelle ich halt immer mein Zeug. Gut. Da da hinten ziemlich eng ist, schicke ich jetzt einfach mal die Kamera zu euch. Wir gehen an die Seite. Genau. Dann habe ich schon angefangen hier. Ich kann von den Kern jetzt nicht unbedingt filmen. Ja, damit keiner sieht, dass es kompatibel ist. Ja. So, was machen wir da jetzt rein? Das kommt erstmal Verdünnung. Verdünnung? Okay. Ja, dass die Farbe nicht so dickflüssig wird. Ja. Ja, dann. Okay. So. So, dann kommt dann tiefschwarze. Also das System sagt dir jetzt, was wir als nächstes brauchen. Genau, dann kommt das tiefschwarze. Ja. Kommt nur eine Farbe, weil das ist nur schwarz, ja, kein Metallic. Der Computer zeigt dir. So. Das bedeutet, dass quasi die Waage genau anzeigt und rückwärts zählt, wie viel du da reinschüttest. Ne? Genau, genau. Okay. Dann bekommen wir diese Farbe, was wir brauchen. So, und dann genau. Und diese Einrichtung, die tropft auch genau, ne? Also ja, genau. Okay. Darf man nicht mehr, nicht wenig. Jetzt wird's ganz. Ah, ja, fast, fast. Jawohl. Zack. Und dann perfekt. Drücke ich mal hier. Das Programm sagt, das ist fertig. Ja. Dann kann ich Etikett ausdrucken. Was ich habe gemischt. So, dann gucken wir mal die Farbe, was wir bekommen haben. Wahnsinn. So, das ist also tiefschwarz. Kunde wollte tiefschwarz. Ja. Tiefschwarz. Das ist so. Wirklich schwarz. Genau. Der ist jetzt auch so fertig verwendbar. Also da muss jetzt quasi nur noch mal Verdünnung mit rein, wenn man ihn auftragen will. Genau. Okay. So, und jetzt wird dann die Mischung wird dann in den entsprechenden Eimer umgeschüttet und dann kann das der Kunde, jeder Kunde, der dann kommt, der kann das dann so mitnehmen. Genau, genau. Ah. Da kann er direkt verdünnen, da ist genug Platz. Okay. Ja. Sehr gut. Und dann gibt es einen Kleber drauf und Abfahrt. Genau, Etikett kommt rein und das war's.
So, jetzt haben wir unseren Lack gemischt. Ihr habt das gesehen. Es war ein bisschen unspektakulär, weil normalerweise kommen ja bei den ganzen Lackmischungen immer noch deutlich mehr Farben dazu und auf das Gramm genau und hier noch 3 Gramm von Lila und 4 Gramm von Gelb und je nachdem, was man für eine Farbe haben will. Das ist jetzt relativ unspektakulär gewesen, weil es ist einfach tiefschwarz und es bleibt tiefschwarz. Lasst uns aber mal kurz über den Lack sprechen. Das ist ein wasserbasierter Lack. Was brauchen wir jetzt noch? Du bist der Experte, ich bin ja nur... Also zur Vorbehandlung brauchen wir eigentlich noch den Grundierfüller, da nehme ich immer euren hauseigenen von Eckart. Mhm. Okay. Im Spraydose oder nee, Gebinde. Gebinde, ne? Genau, Gebinde. Okay. In weiß, schwarz. In schwarz. Wo ist der Unterschied bei den Grundierern, wenn wir jetzt bei einem schwarzen den hellen Untergrund nehmen? Also das Problem ist, wenn wir hier eine helle Grundierung nehmen würden, würde das tiefschwarz nicht mehr tiefschwarz werden. Aha, also das würde durchscheinen. Der Farbton gibt tatsächlich den Untergrund vor. Ah, okay. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel weiß nehmen, solltest du nicht schwarz füllern. Ne? Macht erstmal Sinn, wenn man das natürlich durchsehen kann. Genau. Das ist klar. Genau, das schimmert halt immer der Untergrund durch. So, und wir nehmen halt hier den hauseigenen, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Der ist sehr schön schleifbar nach der Aushärtung. Ja. Man hat weniger Verschleiß an dem Schleifmaterial. Also wie oft lackierst du dann den Herd, beziehungsweise Füller? Der Füller, also dadurch, dass der Roller jetzt eine sehr gute Substanz hat, mache ich da nur einen Gang drauf. Einen Gang? Einen vernünftigen schließenden Gang von der Grundierung. Und okay. Dann kann man den einmal schön durchschleifen. Endschliff 400 bei Schwarz-Uni. Ja. Wunderbar, funktioniert, gute Erfahrung mitgemacht. Ja. Was nehmen wir für einen Klarlack, wenn wir dann... Klarlack nehmen wir wieder von Mipa. Mipa, okay. Es gibt mehrere Varianten von Klarlack. Also wir nehmen auf jeden Fall... Den Express. Klarlack. Genau. Na, CX4 meistens wird benutzt. Oder CX2. Ne? Genau, bei dem Wetter können wir jetzt ruhig den ganz schnellen nehmen. Genau, das ist ganz schnell. Du sagst gerade bei dem Wetter, ich meine, es ist sehr kalt draußen. Je wärmer wir es haben, die Umgebungstemperatur, desto schneller zieht das Material an. Das heißt, der verschließt sich und nimmt kein Overspray auf. Wenn wir jetzt dann wärmeres Wetter haben, muss der länger offen bleiben und dann nimmt man dann halt langsameres Material. Ja. Ah, okay. Das sind alles so Dinge, die ich als Laie überhaupt nicht weiß. Das ist also Overspray ist wahrscheinlich das, was in der Luft sitzt. Das, was in der Luft sitzt, genau. Und das ist auch das, was nachher dann die ganze Optik so ein bisschen rau ausschaut. Diese berühmte Orangenhaut wahrscheinlich, oder? Ja, auch. Aber die Orangenhaut ist meistens eher ein Ding vom Auftrag. Ah, okay. Also wenn ich zum Beispiel zu dick auftrage, wird es so speckig, so mandarinenmäßig. Ja, genau. Ne? Ja, okay. Mhm. So. Das heißt, diese ganzen Komponenten, die harmonieren jetzt miteinander. Was passiert denn, wenn man was nimmt, was nicht harmoniert? Dann, das kann zu vielen Störungen führen. Es kann zu später Spannungsrissen führen. Okay. Es kann sich aufquillen. Okay. Also da gibt es verschiedene Reaktionen. Das sind halt alle chemische Materialien. Ja. Da sollte man schon, so gut es geht, innerhalb von einem System bleiben. Ja. Also das ist auf jeden Fall jetzt eine Kombination, die ich schon öfters probiert habe mit dem hauseigenen Füller, Grundierfüller, das funktioniert, da kommt es halt nicht zu Problemen. Ne? Ja. Dann gehört das zur Härte noch. Einen kurzen nehmen wir jetzt. Genau. Ja. Es gibt es noch schneller. Das ist der Härter dann für den Klarlack. Ja, für den Klarlack. Also ich bin absoluter Laie, deswegen finde ich das unfassbar faszinierend, was man da wirklich alles nehmen muss und worauf man achten muss, ganz klar. Hm. Also am Ende des Tages ist es, du kannst dir die ganze schöne Lackierung versauen, wenn du irgendwas nimmst, das nicht miteinander funktioniert. Genau, auch das Mischungsverhältnis muss halt stimmen. Ne? Das sind bestimmte Vorgaben an Materialmengen, die du zusammenmischen musst. Ja, okay. Wenn da die Mischung nicht stimmt, entweder wird es nicht hart oder wird zu schnell hart. Kann passieren, dass es dir eine Pistole schon aushärtet. Ah, ja, okay. Also alles schon gesehen. Okay. Ja, aber es ist unfassbar interessant, weil mir hat mein Experiment einfach gezeigt, mit der Lackierung in der eigenen Halle als Laie, ich komme da unfassbar schnell an meine Grenzen. Und das ganze Wissen um diese Produkte, was gut miteinander harmoniert, am Ende kann ich wahrscheinlich tatsächlich froh sein, wenn mein Lack auf der Lotte drauf bleibt. Und er hält ja jetzt schon fast über ein Jahr, also es hat gut funktioniert. Ja, aber sollte eigentlich so nichts mehr passieren. Ja, aber es ist halt trotzdem, man kann halt viel falsch machen und vor allen Dingen, wenn man dann wahrscheinlich auch günstig kauft, dann kauft man wahrscheinlich auch zweimal und macht die Arbeit dreimal. Ja, also ich sage immer vorsichtig von diesen ganzen eBay-Internet-Anbietern. Also da gibt es Shops.
Ich habe einmal den Fehler gemacht, habe da Farbe bestellt, weil halt gesagt wurde, bitte bestell das. Ja. Da war die Farbe so weit runter verdünnt, die hat gar nicht gedeckt. Apropos, wo du gerade sagst, Shops. Wie können denn Leute jetzt, wenn die sagen, die wollen Farbe kaufen, können die bei euch hier vor Ort im Geschäft? Genau. Ich blende euch das. Es gibt auch einen Internetshop von uns. Okay. Ja, der heißt www.eckart-colorshop.de. Ich blende euch das alles ein. Ja, ja, können Sie da auch die Artikel kaufen. Das heißt, ihr mischt, also wenn ich dann in dem Internetshop quasi die Farbe auswähle, die ich haben will, dann mischt ihr die mir auch an und schickt mir die zu. Gerne auch per E-Mail bestellen oder telefonisch. Gut, ja, sehr geil. Also, wie ihr seht, ihr habt auch die Möglichkeit hier zu bestellen. Das sieht hier tatsächlich alles sehr, sehr professionell aus. Und wir haben im Vorfeld, bevor wir das Video gemacht haben, auch schon ein bisschen philosophiert und gesprochen, wo die Unterschiede sind und warum wasserbasiert. Und was kannst du da vielleicht noch mal erklären, wo da der Unterschied zwischen den ganzen Lackformen ist? Oder mal so zumindest mal so einfach mal beschreiben, der Unterschied ist. Wasserlack wird ja heutzutage benutzt aufgrund der ganzen Vorgaben an Umweltauflagen. Genau. Mhm. Deutschland ist da halt sehr, sehr hart und streng. Mhm. Ne? Diese konventionellen Lacke, die man halt früher gekriegt hat, die sind, mittlerweile kriegt man die noch für Oldtimer, muss man aber schriftlich niederlegen. Also es ist mit viel, viel Aufwand verbunden, diese konventionellen Geschichten. Ja, deswegen haben wir uns jetzt halt für Wasser entschieden. Okay. Habe ich dadurch einen Nachteil? Technisch nein. Ist vom Arbeitsaufwand ist es deutlich größer, weil sobald du eine Durchschliffstelle hast, die aufs blanke Blech geht, so ein konventioneller Lack hat es früher verziehen. Okay. Die Wasserlacke, sagt ja schon Wasser, wenn es mit Blech in Berührung kommt, ist eine doofe Idee. Das heißt, fängt halt dann tatsächlich an dieser Stelle zu rosten. Was ich zum Beispiel mal auch gesehen habe, wenn du scharfe Kanten hast, dass der Lack dann da auch besonders leicht rumläuft, dass das dann auch drunter durchscheint. Das ist diese sogenannte Durchschliffstelle an der Kante dann. Da hat der Lackierer halt gepennt und vergessen, da nochmal vorher abzusperren und hat dann halt aufs blanke Blech drauf lackiert. Okay. Also ihr seht, es ist nicht mal eben so oder nicht mal eben einfach. Also das, was ich da in meiner Garage gemacht habe, das war wirklich semi-professionell. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich mit dir jemanden habe, der wirklich Ahnung von der Materie hat und das Ganze auch mal vernünftig macht. Brauchen wir noch was? Oder sind wir durch? Oder? Ja, also Schleifpapier, Standardprogramm halt, ne? Ja. Das werden wir brauchen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Abdeckmaterialien. Wir brauchen den Steinschlagschutz noch, kommt noch. Genau, da haben wir auch drüber. Erklären wir gleich nochmal was zu. Was brauchen wir sonst noch? Sonst eigentlich nicht. Die Karosseriedichtmasse brauchen wir noch. Genau, das ist das, was ich auch gemacht habe bei mir, dass wir da die Stoßkanten. Das ist auch sehr, sehr gut, weil diese Stoßkanten, ne, allein schon am Rahmen, kann kein Wasser rein. Ja. Und wenn mal, also bei den Small Frames ist es auf jeden Fall so, wenn es da drinnen mal sickt vom Vergaser, läuft es auch nicht wieder raus. Ja. Dann bleibt zumindest das Öl zurück und du hast dann auch noch eine Konservierung. Genau. Super. Also wir sind soweit durch? Wir sind soweit durch, den Rest habe ich halt zu Hause. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in die Halle und werden den Rest besprechen. Okay. Liebe Frau Eckert, vielen Dank, dass wir kurz hier sein durften, dass Sie uns das gezeigt haben, dass wir Sie besuchen durften. Also für alle, die im Ruhrpott oder halt auch deutschlandweit Lack suchen, die Firma Eckert. Ich blende euch alles ein. Ich blende euch die Bestelladresse ein, den Shop ein und so weiter. Die können hier sehr, sehr gerne dann bestellen. Ja, danke für die Hilfe und dann würde ich sagen, wir machen uns wieder auf den Weg. Bis gleich. Dankeschön.